Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video auf diesem Kanal. Heute wieder Yu-Gi-Oh! Mit Rika, schon wieder, immer noch selbe Session. Diesmal spiele ich ein schwächeres Deck, nicht so extrem Kombo-lastig und auch keine Custom Cards. Ist von einem anderen Format, das wir so privat spielen. So, mal sehen, ob Rika da ein bisschen mehr Chance hat. Kannst du vom Format erzählen? Also ja, ist halt so ein... Wir spielen Yu-Gi-Oh! Und dann wünschen wir uns Karten, die in das Format rein sollen, stimmen ab und dann spielen wir wieder. Das ist nichts Krasses. Du gehst first. Ja, ich weiß, und das ist kacke. Ich habe jetzt nicht gerade die Karten, womit ich was machen kann. Hallo, Floppy. Achso, stimmt ja, so war das ja. Vielleicht sinnvoll. Guck ich mal, was du da hast. Oh no, nicht mein Jens Fußsoldat. Ja. Eigentlich habe ich jetzt nicht so effektiv das. Ach komm. Kammerherr der 6 Samurai in den Verteidigungsmodus. Ein schöner Beatstick. Meatstick, bitteschön. Ein Defense Beatstick. Wenn für Stufe 3 ist das gut beim normalen Monster. Das bringt mir jetzt alles nicht sehr viel. Ich spiele die 6 Samurai Iru. Und rüste ihn mit Legendary Evensteed aus. Damit er 200 TK und Death. Und wenn er zerstört werden würde, wird stattdessen Evensteed zerstört. Attacke! Was? Wieso kann ich den aktivieren? Achso, ja, das brauche ich nicht. Es ist ruhig. Zu ruhig. Okay, dann... Ups. Setze ich noch eine Karte und du bist dran. Kannst was machen, das gefällt mir nicht. Wieso kannst du irgendwas aktivieren? Ich kann erstmal Upstart spielen. Yay, Lebenspunkte. Ich liebe es. So. Und jetzt. Erstmal den Wolf zurück. Okay. Einfach nur um den Soul Tiger zurückzuholen. Genau. I see. Okay, dann spiele ich Yaiser in den Angriffsmodus. Battleface. Was sowas cool an Iru ist. Wenn ein Monster in verdeckter Verteidigungsposition angreift, wird dieses zerstört, ohne aufgedeckt zu werden. Trotzdem aktiviert das auch seinen Effekt. Ja, ich meine, sein Flip-Effekt hättest du so oder so nicht aktivieren können. Ich greife dich an, ohne dass du Schaden kriegst. Genau. Das hat doch eigentlich zweimal angreifen können. Ah, nee, das war der einfach nur direkt angreifen kann. Ups, ich habe ihn mit Isashi verwechselt. Passiert. Ja, Risa ist echt nicht so gut. Soul Tiger. Damit ich den loswerde. Da. Oh. What have you done? Why are you doing this to me? Spaß. Okay, ich spiele die 6 Samurai Yaichi in den Angriffsmodus und nutze ihren Effekt. Da ich ein anderes 6 Samurai Monster kontrolliere, kann ich eine gesetzte Karte von dir zerstören. Zerstören. Oh, es muss eine Zauber- oder Feinkarte sein. Okay, tschüss, Jelly Cannon. Ich drehe Yaiza in den Verteidigungsmodus und dann bin ich mal zu. So. Also gegen Chaos
wird das ein bisschen schwer. Vor allem, weil ich das Bossmaß nicht habe. Apropos, da fällt mir gerade ein. Sechs Samurai hat, glaube ich, eine Supportkarte wiederbekommen. Anstatt einfach anzugreifen, okay. Hat keinen Schaden an mir. Naja, du kannst mit denen ja auch was bestimmt im Friedhof anfangen. Hast du die jemals in deinem Leben die sechs Samurai durchgelesen? Die können literally gar nichts. Ich weiß nicht, was die anderen Karten können in deinem Deck. Ja, egal, ich greife mit Yaichi. Yaichi sei schon. Yarisa direkt an. So. Wenn ich. Wenn du mich nicht angreifst, greife ich dich halt an. So. Da gehen langsam die Lebenspunkte aus, wenn du so weiterspielst. Ah, shit. Ah, ich zerstöre stattdessen mein Kammerherr. Oh, come on. Was soll mir das bringen? Falsche Missplay. Naja. Hä, wo war denn das jetzt ein Missplay? Sinnvolleres, was ich machen hätte können. Ah ja. Jetzt wird's dir Was? klar. Soka? Aua. Da Monster verbannen können und deine Zauberfallenkarte loswerden können, aber soweit habe ich nicht gedacht, leider. Oh setzt Monster verdeckt und beende meinen Zug. Was soll ich nur tun? Nein, ernsthaft, Das was soll ich hilft der tun? Ich Kartenklaube. ziehe einfach nichts. Ha! Ich nutze den Effekt von Shien's Choir. Also, Shien's Knappe. Mein Monster wird durch den Kampf nicht zerstört. Also nur durch einen. Ich meine nur durch einen. Das bringt mir nichts. Ah, ne, generell. Lul, nice. Oh, ups, This das war turn. Ah, ja, okay. Hab ich selbst falsch gewählt. ein Mist. Naja. Ich spiele extra schlecht, damit du eine Chance hast. Das bringt mir nicht sehr viel. Ich spiele Geist der Sechs Samurai in den Angriffsmodus. Ich aktiviere seinen Effekt und rüste Kammerherr der Sechs Samurai mit ihm aus. Er hält 500 ATK und Tap. Mir fehlen noch 50, dann könntest du einen meiner loswerden. Setze ich noch eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Ich kann halt echt nichts machen. Ich meine, ich hätte ein anderes Monster reviven können, aber das hätte mir halt jetzt auch nichts gebracht. Ich hasse es, wenn ich bricke. Das bringt mir nichts und ja gut, ich kann halt das machen. Schicke ich selbst auf den Friedhof. Um einen anderen Kammerherr zurückzuholen im Verteidigungsmodus. Das Problem ist, Geist hätte den auch nicht aufgehalten. Sammer. Irgendwie habe ich keine Lebenspunkte mehr. Wie sieht's bei dir aus? Plentiful. Goddammit. Ich muss mal So. mein. Ich will angreifen können, das wäre nett. Ah! Stop breaking! Das ist ja fast so schlimm, wie wenn ich gegen Phil spiele. Das ist einfach nur so ein. Erste Folge lief gut, also muss die zweite Folge scheiße sein. Ich aktiviere Shien's Castle of Mist. Und dann, toll, die bringt mir nichts. Dafür muss ich 6-6 Samurai kontrollieren. Ich kann halt wirklich nichts machen, what the fuck? Ich setze Monster verdecken, du bist.
Weißt du, hätte ich, keine Ahnung, Ältester der sechs Samurai. Ja, okay, damit kann ich mir den Ältesten suchen, aber ich sehe mir in dieser Situation auch nicht gerade viel. Ich kann Hand holen, Hand kann Monster zerstören. Ach komm, ich hole mal einfach Hand. So, dann normal Sudden Hand in Angriff. Flip Kagemusha. Da nutze ich den Effekt von ihr. Biete Kagemusha als Tribut an und zerstöre die. Okay, kriegt schon mal keinen Schaden in dem Zug. Ich habe leider die falsche erwischt, wie es aussieht. Ja. Egal, ich greife mein verdecktes Monster trotzdem an. Wir sehen, was da liegt. Jelly Cannon. Ja, ist vielleicht jetzt übertrieben. Haha, ich bin einer Jelly Cannon ausgewichen. I mean, I expected that, but still. Du bist dran. Ah, Mist, ich habe schon zwei Leos im Grave. Nicht schön. Und da ist der Chaos Soul Tiger zurück. Ja, der kommt ein bisschen zu spät. So, dann spiele ich Iru in den Angriffsmodus. Greift einen Wolf da an. So, jetzt kriegst du noch einen Surge. Ich meine, in unserem Format hat das definitiv besser performt, das Deck. Ja, das, was ich jetzt spiele, ist halt ein bisschen stärker. Bisschen sehr viel stärker. Chaos ist bei uns so schon broken und das hier ist halt, ja, broken ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ist schon stark. Und das hier ist halt einfach quasi stärker. Ja, gut. Kriegt halt 500 Schaden. Hat es erst überlegt, die gegeneinander crashen zu lassen. Hast meine Genau. Feldzauberkarte vergessen. Ich wäre den für den Search wollte ich den ja haben. Krieg wenigstens weniger Schaden. Aber wenn ich jetzt nicht was Gutes ziehe, habe ich ein Problem. Nein, nein. Okay. Ich dachte schon, du setzt jetzt eine Battle Trap oder so. Das wäre nicht so geil. Aber dafür einen zweiten von denen. Oh Gott. Ah, shit. Nein, nicht mal Iro. Ich glaube, ich habe. Nee, ich habe nichts mehr. Ja, ich kann nichts machen. Du bist. Es gibt halt nichts in meinem Deck, das Chaos wirklich countert. Oh, genau, 2550 HP. Der bringt mir nichts. Spiel Kamon in den Angriffsmodus. Greift ein verdecktes Monster an. Okay. Ja, gern geschehen. Ist das überhaupt? Oh, ich glaube, das ist das falsche 6 Samurai Deck, fällt mir gerade auf. Ich glaube, das ist die Liste wegen für das Format einfügen, was wir benutzt hatten und nicht mein Oh, eigentliches Deck. erklärt doch, warum du so viele Karten hast. Das erklärt, wieso ich so bricke. Okay, dann machen wir noch mal kurz.
Also verabschieden wir uns Ah, erstmal. ja. Ach, machen wir Ne, eine Runde. wir machen. Wir sind gerade bei 15 Minuten. Wird halt eine längere Folge, passt schon. Komm mal rein. Das war tatsächlich das falsche 6 Samurai Deck. Dann läuft es wenigstens besser für dich. Wahrscheinlich nicht. Minimal. Oh ja, das plötzlich brick ich nicht mehr. Wer hat's gedacht? Kaum spiele ich das richtige Deck, funktioniert's. Weird. Ich habe jetzt auch ein ganzes extra Deck. Okay, erstmal Shions Rauchsignal. Und damit hole ich mir Älteste auf die Hand. Da du Monster konfrontierst und ich nicht, kann ich Älteste der 6 Samurai von meiner Hand specialen. Dann spiele ich Hand der 6 Samurai. Ich komme aus das. Achso, ja. Dann sehe ich den Effekt von Hand. Biete Ältesten als Tribut und zerstöre deine verdeckte Karte. Okay, dann brauche ich wenigstens nicht angreifen. So, dann habe ich noch eine Karte verdeckt und dann bin ich mein Zug. Du bist. Funktioniert besser, aber immer noch nicht gut genug. Okay. Instanis. Ah, fuck. Hast du auch den Chaos Soul Tiger auf der Hand, oder? Leider nicht, aber was ähnliches. Und oh Gott. Jetzt war ich so blöd und hab das falsche gemeldet. Das ist doch lustig. Klar. Doch, das wäre witzig. Ich spiele Sanji. Okay, dann aktiviere ich Instant Fusion. Wahrscheinlich Norden. Obwohl, warte mal. 3, 5, 9. Nee, das reicht nicht. Schade. Warte mal. 5, 9. Nee, das ist Stufe 2. Fuck. Egal. Ich hole Sea Monster of Theseus. So, was kann ich beschwören? Okay, dann aktiviere ich den Effekt von Hand. Ich biete Sanji als Reboot an und zerstöre den Effekt Tactics Monster. Du kannst was machen. Ah, Trap Tracks. Okay. Ah, directly from the deck. Ah, okay. Ja, wer hätte es gedacht. Okay, und dann kolossaler Kämpfer. Angreifen bringt mir nichts aus Spiegelkraft. Und ja, Leute, er kann die Spiegelkraft in dem Zug aktivieren. Ach, das ist blöd. Ich hasse diese Battle Traps. Wir haben nur nicht so viel Spell Trap Removal. Fuck, aber ich habe keine 6 Samurai Monster mehr auf dem Feld. Geil, ich spiele erstmal einen weiteren Sanji und dann muss ich schon wieder beenden. Das ist blöd, ich kann dich halt einfach nicht angreifen. Weil wenn ich das tue, sind meine Monster weg. Wenn ich es nicht tue, wirst du sie trotzdem gleich zerstören. Ich warte nur darauf, dass du Flip beschwörst. Ha? Ich? Okay. Dann aktiviere ich Instant Fusion, die ich gerade gezogen habe. Hole Norden. Effekt Norden. Ja, warte mal, sind die Effekten. But its effects are negated. Okay, das bringt mir gar nicht so viel. Egal, hole ich 6 Samurai Sanji vom Friedhof zurück. So,
Stimmt, ich könnte Hades beschwören. Was bringt mir Hades denn jetzt? Ich meine, deine Monster können ihre Effekte nicht aktivieren, aber wenn ich nicht angreifen kann, bringt mir das halt genauso wenig was. Nee, ach komm. Ah, nee. Okay, das geht gar nicht. Ich brauche dafür 6 Monster. Deine Monster verlassen sowieso dann das Spielfeld, die 2. Nicht, wenn ich die die 2 benutze. Deswegen muss er am besten benutzen. Genau, und ich habe noch nicht normal beschworen, das heißt, ich beschwöre Yaichi. Nutze den Effekt von Yaichi und schieße mal deine Mirror Force. Und dann greife ich mit Sanji an. An? Ich habe mit Sanji angegriffen. Aber ich kann doch jetzt. Naja. Ah, okay, das funktioniert nicht. Guck mal, was ich da habe. Ah, okay, da. Das schade. But good to know. Ah, scheiß Dimension Prison. Ich hasse die Karte. Das ist nervig. Vor allem jetzt kannst du ein wo kannst du überhaupt? Nee. Ja doch, kannst du, fuck. Ah, nicht Perle. Oh. Und plötzlich ist alles wieder ruhig. Und hast du dieses Mal den Tiger auf der Hand? Ah, wenigstens irgendwann. Ja, hast du, fuck. Okay. Mit der Macht meiner eigenen Spiegelkraft. Muhahaha. Oh. Hey, du darfst eine Karte ziehen, also beschwer dich nicht. Und im nächsten Zug werde ich dir auf jeden Fall keinen Kampfschaden zufügen. So viel ist sicher. Ja, okay, nur ein Monster. Ich dachte, du setzt jetzt noch eine Falle. Bitte tu das nicht. Ah, goddammit. Nicht Sanji. Ah, nicht mein Koch. Ernsthaft jetzt? Dynamiskiss? Auf Yaichi? Das ist ja kompletter Waste. Du hast gar nichts mehr auf dem Feld. I mean, yes. And that's problematic for me, but still. What the fuck? Ich meine, du kannst jetzt, das macht es dir auf jeden Fall schwieriger, auf ein Extra-Deck-Monster zu gehen. Ja, weil mein Extra-Deck auch das krasseste ist. Ich meine, auch wenn es technisch gesehen ein dummes Play war, war es in der Situation ein sehr gutes Play. Egal, ich habe Shians Rauchsignal gezogen. Jetzt geht die Post ab, ich hole mir Älteste der 6 Samurai. Dann special ich Ältester der 6 Samurai. Dann normal beschwöre ich Hand der 6 Samurai. Da ich 2 6 Samurai Monster kontrolliere, kann ich großer Shogun Shien beschwören. Dann nutze ich den Effekt von Hand der 6 Samurai. Ich biete Ältester der 6 Samurai als Tribut an und zerstöre dein Nightmare Chaos Soul. Sordele.
Gut, dann Battleface und Great Shogun Shien greift mystische Tomate an. Really now? In your graveyard vor allem. Dann kannst du den Chaos Soul Tiger auf deine Hand holen. Warte mal. Oh, und einer ist auch gebanished. Egal was ich angreife, du kriegst einen Chaos Soul Tiger. Das gefällt mir nicht. Und wenn ich nicht angreife, greifst du einfach gleich an und holst dir den in deinem Zug. Ich meine, das Ergebnis ist dasselbe, also ban ich. Ich meine, du hast noch eine unbekannte Variable auf dem Feld. Wir wissen gar, ich glaube, wir beide wissen, was da liegt. Oh, danke für die Lebenspunkte. God damn. Wenigstens weißt du jetzt, weiß ich, dass du den nicht auf der. Ah, also. Als hätte ich es gewusst. Oh. So leicht wirst du mein Shogun Shien nicht los. Vor allem jetzt musst du Shogun Shien angreifen, wenn du den Search haben willst. Ich meine, es hilft mir nicht, aber es macht dir Schaden, also was soll's. Also dein Deck ist halt ein echt gutes Konter gegen Decks, das angreifen will. Und das war's mit meinem Schieren. Wenigstens kannst du nicht angreifen. Ja, das hilft mir jetzt auch nicht. Mal 300. Wir haben ja leider kein Link-Monster, womit ich The One-Card-Combo machen kann. Okay. 3050 Lebenspunkte. Okay. 1350 Lebenspunkte habe ich noch. Herz der Karten! Du meinst. Also ja, sorry. Spiro in den Eingriffsmodus. Und dann greife ich Lupin an. Und danke das Duell mit einem Aufgeben. Okay. Ein bisschen blöd gelaufen hier. Ach, es gibt noch eine zweite Runde. Ja, okay. Ich muss mal kurz zeigen. Ja, die kann weg. Die da. Okay, dann spiele ich stattdessen die hier und eine Karte muss ich noch reinmachen. Ach, die hier noch. Und dann rein. Okay. Could be better. Could definitely be better. Oh. Zwei Supply Squads. Oh, vor allem diesen Software-Transporteur natürlich. Was denn auch sonst? Spiele ich Iro in den Angriffsmodus und setze eine Karte verdeckt und dann bende ich meinen Zug. Es wäre cooler gewesen, wenn ich nur eine Karte gezogen habe, die ich reingesidet habe. Aber nein. Okay. Dann spiele ich Yaichi. Normal. Ich kann eine verdeckte Zauber- oder Feinkarte schießen. Okay. Aber ich kann in dem Zug nicht angreifen. Oder er. Oder warte mal, war das so? This monster cannot declare an attack during this turn, this effect is activated. Genau, Yaichi kann ich angreifen. Wenn ich das mache. So, Enemine Misses, krabbelt in der Kiste, Enemine Mac und du bist weg. So. Und? Oh. Habe ich hier richtig erwischt?
Ja, hast du. Nice. So, da ich 2-6 Samurai-Monster kontrolliere, kann ich großer Shogun Shien beschwören. Du kannst jetzt nur noch eine Zauber der Fallenkarte pro Zug aktivieren. Dann greife ich mit Iru dein verdecktes Monster an. Durch den Effekt von Iru wird es direkt zerstört. Dadurch aktiviert sich der Effekt von Mystische Tomate nämlich nicht. Und dann greift großer Shogun Shien dich direkt an. Yay! Mein Phase 2, ich kann was beschwören. Ah, nee, das will ich nicht beschwören. So, gut. Ich hoffe, meine Cam ist nicht an einem Platz, wo es stört, aber sollte eigentlich nicht. Man kann halt einfach den Effekttext nicht lesen. Vor allem das Video geht übrigens schon eine halbe Stunde. Naja. Dann Effekt Yaichi und ich zerstöre wieder eine verdeckte Karte. Raigeki-Brecher. Nicht mal ein Shogun. Haben es wahrscheinlich sowieso redirect, Ich bin ne? gerade überlegen. Yes. Ich zerstöre einfach Raichi selbst. Muhahaha. Oder spiele ich noch einen weiteren Iru? Attacke! Greif an! Effekt! Effekt Iru! Moment. Ach so, mit einem anderen Namen. Fuck. Mein Fehler. Toll. Ich meine, der Effekt wird trotzdem getriggert, weil sie ist ja generell, wenn lästig. Nee, das bringt mir halt immer noch nichts. Also bist du dran. Ich hätte Hand der sechs Samurai beschwören sollen. Oder Geist. Sicher, dass das die einzige Zauberkarte ist, die du in diesem Zug nutzen willst? Okay. Und wer sagt, dass das so sein wird? Dagegen kann ich nichts machen. Aber du kannst auch nicht angreifen. Muhaha, that's all I need. Ich spiele Hand der sechs Samurai in den Angriffsmodus und nutze ihren Effekt. Ich biete Iru als Tribut an und zerstöre dein Soul Tiger. Oh no! Dann, obwohl, nee, mache ich nicht. Ich warte noch. So, dann aktiviere ich Cunning of the Six Samurai. Ich schicke Hand der Sechs Samurai auf den Friedhof, um Yaichi vom Friedhof zurückzuholen. In den Angriffsmodus. Dann nutze ich den Effekt von Yaichi und zerstöre deine verdeckte Karte. Trap, Trap. Wenigstens kannst du die nicht in diesem Zug nutzen. So, Battleface. Ich greife mit Iru dein verdecktes Monster an. Durch Iru wird es direkt zerstört. Dann aktiviere ich erneut Cunning. Schicke Yaichi auf den Friedhof, um. Ach komm, ich hole Hand aufs Feld. In Angriffsmodus. Und dann greife ich dich mit 1600 direkt an. Ansonsten kann ich nichts machen, das heißt, du bist dran. So. Bin einmal komplett zusammengezuckt. Bruh. Wenn ich Kamon ziehen würde, dann könnte ich wenigstens die zwei Spells schießen, aber nein. So, dann spiele ich noch eine Hand der 6 Samurai. Was mir jetzt nicht viel bringt. Dann greife ich mit Iru dein verdecktes Monster an. Los, aktiviere deine Spielkraft.
So eine Gate oder was? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Und ich glaube, die Protection funktioniert auch nicht. Ich hatte einfach nur gerade einen Brainfart. Ja, dann wäre das auch erledigt. Ich habe einfach für einen kurzen Moment vergessen, dass du eine Spielkraft hast. Ey, das ist auch so behindert, dass du den einfach so reviven kannst. Okay, geht mit dem normalen Chaos Sorcerer auch, aber erst nachdem er einmal erfolgreich beschworen wurde. Aber das zu zieht sich eindeutig länger ran als das mit dem falschen Deck. Hui, Tribute Set. Interessant. Aha, ich habe Shiens Rauchsignal, was mir tatsächlicherweise nichts bringt. Ich Ich hole mir ältester der sechs Samurai auf die Hand. hab mal schon überlegt, den fetten Monstern vielleicht mal einen Flip-Effekt zu geben. Dann special ich ältester sechs Samurai. Und nochmal beschwöre Geister 6 Samurai und bilde das Überlagerungsnetzwerk mit meinen 2 Stufe 3 Monstern und beschwöre Muserhythmus der Gitarren-Djinn. Battleface, los Muserhythmus der Gitarren-Djinn, greif dein verdecktes Monster an. Okay. Ich aktiviere den Effekt von Muserhythmus der Gitarren-Djinn. Ich hänge ein Material ab und seine ATK werden verdoppelt. Oh Mann. Ja, ich kann halt einfach echt nichts mehr tun. Ich meine, ich hätte auch einfach den Zug warten können, statt Ältester zu beschwören, aber bringt mir jetzt auch nicht so viel. Nevermind, das hätte mir was gebracht. Also wenn ich Obwohl, ich wäre trotzdem nicht einen... drüber gekommen, also was soll's. Jetzt habe ich alle Zonen blockiert. Haha. Naja. So, dann hätten wir das auch erledigt. Danke Da ist für noch die zwei Karten. Zutaten. Ja, deine Zonen sind trotzdem blockiert. Hoffen wir einfach mal, dass du Deckout gehst. Am besten noch vor Weihnachten. Nein, so Leider lang nichts bis gegen Weihnachten ist deine. es jetzt auch nicht mehr. Aber wenigstens kriege ich durch Bürde des Mächtigen weniger Schaden. Leider habe ich dagegen jetzt keinen Out. Ah, Da well. müsste ich erst die XC-Monster It's skripten. Batman. Ah, nicht das God XC-Monster, damn it. das Synchro. Ja, werde ich noch was ziehen? Das werdet ihr sehen in der nächsten Folge von Dragon Ball. Nein, Spaß. Apropos Dragon Ball Daima ist jetzt rausgekommen. Ich habe die erste Folge Alter. schon gesehen. Ich hab da wirklich keinen Bezug zu, leider. Oh. Da sind sie wieder zu Kindern geworden. Basically WGTE. Nur hat sich's nicht Prinz Pilaf, sondern der Dämonenkönig gewünscht. Weiß jetzt nicht so einen großen Unterschied, Kappa. Ich bin aber immer noch nicht sicher, wann genau es spielt, weil es scheint nach dem Buu-Arc zu spielen. Ich bin mir da halt immer noch nicht ganz sicher. Nun gut. Hast du irgendwelche Neuigkeiten oder so? Irgendwas Interessantes, Nee. was du erzählen kannst? Nichts? Mir fällt jetzt nicht ein. Schade. Wir reden und reden und haben doch nichts gesagt. Ja. Philosophie. Nein. Okay. Erstens, ich wusste nicht, dass das geht. Zweitens, ich wusste nicht, dass das irgendjemand auf dem Planeten tun würde. Alles hat Ja, seinen Sinn gesagt, ich und hab's seinen nicht. Zweck. You mean so. Mach mal weg.
Dir gehen langsam die Karten aus. Ah. Ja. Weil meine letzte Bürde des Mächtigen wird auch gleich weg sein. Also solange du keine weiteren Karten aufs Feld kriegst, die mehr. Okay. Was kommt jetzt oben drauf? Trap Track. Trap Track, was auch immer. Und Schaden ins Gesicht. Oh no! Anyway. Habe ich überhaupt noch Karten? Ja, habe ich. Ich aktiviere vorheriges Begräbnis und hole großer Shogun Shien zurück. Battleface, los Shien, greif a Cat of Ill Omen an. Ah, fuck you. Summer! Ich glaube, ich gucke zu viel YouTube-Shorts. Auch ein weiterer Grund, wieso ich keine Videos aufnehme. Ich bin irgendwie ein bisschen zu viel am Doomscrollen. Du brauchst noch 100 Angriffspunkte. Hast du die? Ah, verdammt. Schade, du wärst fast Deckout gegangen. Nun gut, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von sehen wollt. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schaut auch bei Rika vorbei, falls ich ihn verlinke. Man wird sehen. Dann tschüss. Yo, ciao.